So ein Arschkopf. Dieser alte Sack hat gerade gesagt, hey, willst du Substitute lernen? Ich habe nichts gesagt erstmal. Und da hat er so gesagt, ah, vor Arsch, ich kann das eh nicht. Ne? Weil ich behindert bin. Ja, wie komme ich denn da hin? God damn, okay. You with your coughing shit, ey. Du bist auch so ein coughing shit. Umbringen. Ich mach dich kaputt, Junge. Ich mach dich kaputt. Boah, hier ist ein Pokéball. Ihr könnt raten, was da für ein Item drin ist. Los, Alter, hier gibt's Pokéball. Ultraball. Ja, hab ich gewusst. 50% war so richtig. Hä, hey, warum stand unten rechts gerade Pokémon Use Cut ein? Ich hab keinen Cut eingesetzt. Ich glaub, dein Pokémon dreht durch. Bring's lieber um, schläf was ein. Ich wirst ins Wasser. Mit einem Stein. Das war bestimmt das Cut von dem anderen Pokémon. Mir gehören alle Pokémon. Hier ist ein Fishing Guru, ja? Ich bin ein Fishing Guru. Ich gebe dir die Angel jetzt für echtes Geld. Einfach nee, kill der dafür haben, aber ich hol's mir ganz ehrlich nicht. Der will die Good Rod für 15.000 verkaufen. Nein, du Hund, ich brauche ein Fahrrad. Geh sterben, du dumme Pisse. Hallo, Biker Ernest, du kleine Bitch. So, ich geh jetzt zurück und weißt du was, warum? Weil ich in der Hoffnung bin, dass meine Big Purse, zwei Stück, und mein Big Mushroom, dass ich und mein Stardust, dass ich die gut genug verkaufen kann, dass ja. Also heißt das, dass ich jetzt. Aber oh, warte, ich muss gar nicht zurück. Ich muss dann ja. Oh Gott, warte. Wo müsste ich da hin? Da müsste ich ja ganz zurück. Azuria City war das, glaube ich. Oder? Ich glaube, Azuria war das. Ich glaube, war das Azuria. Cerulean war das. Ja. Azuria City in Deutschland. Cerulean. Ja, ist das gleiche. Na, da mache ich das jetzt noch nicht. Nein, Mama, das mache ich noch nicht. Ich hasse dich. Ich muss mir erst eine frische Hose anziehen. So viel Schaden, Mann. Also wie viele Trainer kommen hier noch? Ich will nicht mehr. Wie komme ich überhaupt hin? Sag ich dir nicht. Wie kann ich euch verprügeln, Leute? Ich komme nicht hin. Ich verprügel dich gleich. Na, das ist schon so. Ich finde das interessant, wie Dinosaurier anscheinend unsere Sprache lernen können. Ich finde es interessant, dass Dinosaurier immer noch leben, obwohl die Nazis tot sind. Ich dachte, die Nazis sind auf die Dinosaurier geritten. Du hast wieder ziemlich perverse Gedanken, kann das sein? Das ist nicht pervers. Allerdings. Du bist pervers, wenn du denkst, dass es pervers ist. Vielleicht bist aber du pervers, weil du denkst, dass ich pervers ist. Sag, wenn ich denke, dass es pervers ist. Nein, ich bin mir ziemlich sicher, dass du pervers bist. Marci, stimmt mir zu, oder? Natürlich. Siehst du? Ja, Marci ist ein Tyrannosaurus, der weiß doch nichts. Warum würden Tyrannosaurus nichts wissen? Weil die super aber dumm sind. Ey, jetzt hast du Marci dumm genannt, das finde ich nicht nett. Nein, nur seine gesamte Spezies. Und er ist dick. Ich bin eigentlich gar nicht dick. Von dem her sagt das gerne. Hä? Wie kommst du auf dich? Dick und doof. Wer ist dann doof, du? Bist du doof? Ich bin doof, aber ich bin ein Genie. Nein. Das ist auch eine Aussage, die ein doofes Genie machen würde. Doof, schon der Alter, ich. Hä? Nichts. Ich hab doch nur gesagt, dass du kein Genie bist. Oder bist du ein Genie? Kannst du Leuten irgendwie Wünsche beibringen und so? Beibringen vor allem. Wünsche. Ich bin ein Genie in Ausbildung, ich kann keine Wünsche erfüllen, aber ich kann sie beibringen. Sag einfach, ich wünsche mir viel Geld. Erfüllen war das Wort, das ich gesucht hab. Ja. Fickerei. Ey, sowas sagt man nicht. Du machst dir ein Video für Menschen. Oh. Da könnten jetzt und zum Beispiel Zweijährige zuschauen. Und die Zweijährigen, deren ersten Wort wäre dann Fickerei. Aber ja, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre ich bei dem Nazi gehen. Ich würde sie hier. Also ich würde es loben. Was, wenn sie meine Wörter lernen würden. Nein, bitte nicht, um Gottes Willen, bitte nicht. Nazis. Nein. 10.000 Nazis müssen uns umbringen. Nein. Nein. Die Menschheit würde wachsen. Und dann Atombomben. Meines Genies und die neue Marci NX oder was? Ach Gott. Mit der will ich gar nicht spielen, da hab ich Angst vor. Ja, da sind wahrscheinlich echt komische Spieler drin. So ist so 6 Spielchen. Es wird ein brandneues Luigi's Mansion geben. Aber ein schlechtes. So richtig ekelhaft gezeichnet. Luigi sieht das aus. Das ist ja nicht meine Aufgabe. Das ist einfach das alte Luigi's Mansion und einfach nur hässlicher. Halt ist da Marcis Kopf dann dran. Ja. Marcis Geheimnis. Marcis Mansion.
Das hört sich geil an. Nee, oh. Also, nee. Wenn ich den Typ hier fertig mache, dann zackt er mir, wo die VM fliegt. Dann zackt er dir erstmal. Vielleicht sollte ich das mal wirklich in Erwägung ziehen. Was? Was? Okay. Warum kann der auch surfen? Nein, ich will keine Marsi-Bevölkerung. Eine Marsi-Bevölkerung? Schon, wer halt ihn auf? Ich kann ihn nicht aufhalten. Ein Pokémon hat überlebt, weil es gut ist. Ich bin unbesiegbar. Ja, bis auf ganz viele ganz viele Kleinigkeiten, wo du sehr gut drin besiegt werden kannst. Nein, allerdings. Regenbogen Boulevard. Boah, ja, listen wir noch den Rest des Let's Plays auf Sachen, bei denen Marsi besiegt werden kann. Regenbogen Boulevard. Ich fange an, also. Nächster. Smash. Nein, du darfst nicht so spezifisch werden, sonst wäre es schnell vorbei. Ich könnte auch einfach sagen, alles. Nein, wieso? Schau mal, wie kann es schnell vorbei sein, wenn wir so ziemlich jedes einzelne Videospiel der Welt erwähnen könnten? Ich glaube, er würde den Hello Kitty gewinnen. Nein, Hello Kitty Hello Kitty Online, die Server, die gibt's nicht mehr. Soll dumm, ich konnte das Spiel nicht spielen. Ich hab's extra runtergeladen. Aber Mann. Ich wette um schon wer. Um schon wer? Wieso kannst du schon wer verwetten? Gehört der dir jetzt? Das finde ich nicht nett. Ja. Ich verwette Marsi. Ich verwette Adolf Hitler. Damien, ich verwette Marsi an dich und ich wette, dass 2 kleiner ist als 1. Da wette ich nicht mit, da will ich verlieren und da will ich gewinnen. Ja, und dann müsste ich Marsi haben. Na und? Ja, will ich nicht. Ich wette mit euch. Um was? Dass es ein Spiel ist, wo ich besser bin als ihr alle zusammen. Wenn du jetzt Luigi U sagst, dann... Dann ist das falsch. Ich habe das noch nie gespielt, aber ich bin mir sicher, ich bin besser. Ich sage, dass es ein Spiel ist, wo ich der Allerbeste bin auf der ganzen Welt und wo mich keiner besiegen wird. Hello Kitty. Nein. Fuck, ich hab dem Typ nicht zugehört, der mir sagt, wo Surfen ist, weil du gelabert hast. In der Safari-Zone. Ich halte dir jetzt meinen Vortrag. Du darfst es mir noch nicht sagen. Warum? Weil er noch raten muss. Ich hab nicht mit dir geredet. Achso. Oh. Ja, sag mal deinen Vortrag. Fuck, falscher Tag. Okay. Laut meinen Berechnungen nach bin ich bis jetzt der Schlechteste gewesen. Korrekt. Aber es gibt ein Spiel, was ich bis jetzt noch nicht gespielt habe. Das hast du schon ganz oft gesagt? Wo ich absolut der Beste bin. Ja, welches Zelda denn? Skyward Sword. Nein, das hasse ich. Das mag ich nicht so gerne. Welche Zelda magst du eigentlich? Zelda The Wind Waker. Aber nur die deutsche Version, wo das der in, also das ist THE zu ZE umgetauscht wurde. Ja, jetzt sag mal kurz, sag mal, welches Spiel denn? Wo bist du denn gut? Ja, es gibt viele verschiedene Spiele. Nenn mir ein halbes! Genau ein Spiel und dann, ja, welches? Ja, es gibt viele verschiedene Spiele. Nenn mir ein halbes! Ja, der Breite ist nämlich. Ich bin der Beste in Zelda The Wind Waker. Ne. Nein. Meinetwegen bin ich da nicht gut drin, aber ne. Okay, wir machen einen Test. Wenn ich gewinne gegen einen von beiden, darf ich mir aussuchen, was ihr als komplettes Let's Play spielt. Gegen einen. Du sagtest gerade, du bist der Beste. Dann müsstest du gegen beide gewinnen. Ja. Außerdem habe ich Wind Waker nie gespielt, richtig. Tja, dann haben wir. Oh, Ameisenmensch, Ben! Dann haben wir es jetzt ausdiskutiert. Wieso ausdiskutiert? Ich habe nicht gesagt, dass ich es nicht gespielt habe. Das hat nur Terminas gesagt.